So Leute, da sind wir bei meinem lang ersehnten Teil meines Pre-Release-Battles-Beitrags, würde ich jetzt mal sagen. Und bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Das hatte mehrere Beweggründe. Erstens, ich war super beschäftigt. Und zweitens habe ich noch auf dieses Paket gewartet, weil mein Pre-Release-Battle ist dieses Mal gesponsert von Keep7. Keep7, ein Laden, von dem ich euch auch schon öfter erzählt habe. Guter Laden, macht mega, mega gute Preise, hat super, super coole Turniere schon veranstaltet, wo ich auch schon mehrfach darauf hingewiesen habe und auch zugeguckt habe, auch wenn ich nicht teilgenommen habe. Wir würden das gerne unterstützen. Da habe ich gesagt, ja, klar, gerne. Und dementsprechend ist hier, wie gesagt, von Keep7 mein Previous Battle gesponsert. Dazu kommen noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber das ist was anderes. Gucken wir uns erstmal an, wir haben hier das Paket. Ich habe es zumindest schon mal aufgeschnitten, weil ihr wisst, ihr kennt mich, ich bin super schlecht darin, Dinge aufzuschneiden. Gucken wir uns mal rein. Wir haben, okay, hier ist so ein Drank Shield Pappe. Hier haben wir Legion Sleeves, Double Matte Finish, also vorne und hinten matte, gucke ich mir gleich an. Tatsächlich die einzigsten Sleeves, die so von einer Common Marke sind, die ich aktuell noch nicht komplett getestet habe. Ich habe jetzt aktuell noch ein paar kleinere, mit denen ich schreibe, aber die Sleeves werde ich gleich mir angucken. Legion macht nicht wirklich schlechte Sleeves, solange sie nicht bedruckt sind, aber selbst dann halten die relativ gut. Dann haben wir hier von James Janik den 240 Triple Deck Holder. Den kann ich euch gleich mal zeigen. Da sind einzelne Cases drin. Die kann man aufmachen und kann diese einzelnen Cases rausnehmen, wenn man zum Beispiel mehrere Decks mitnehmen möchte oder Tokens und Sleeves. Und zeige ich euch gleich. Auch ziemlich cool. Und hier haben wir, okay. Ah, ich erinnere mich. Genau. Mein Pre-Release Battle hat einen kleinen Nachteil, dafür, dass es gesponsert ist. Und zwar sind die guten Jungs von Keep7 aktuell auf dem Weg, ein LGS zu sein. Beziehungsweise nicht nur LGS, sondern auch WPN, was in dem Moment wichtiger ist. Und also wenn ihr in der Nähe von Lübeck seid, guckt bei den Jungs mal vorbei. Die machen da richtig, richtig coolen Stuff. Und sind, wie gesagt, demnächst auf WPN. Das Problem von Non-WPN-Stores, weil wie gesagt, aktuell sind sie noch nichts, ist, sie bekommen kein Pre-Release-Kit. Dementsprechend habe ich jetzt hier 6 Draft Booster. 2, 4, 6. Der Vorteil ist, sie sind englisch. Nachteil von Pre-Release-Kits ist ja gerade in Deutschland, gerade von offizieller Quelle, gibt es nur deutsche Pre-Release-Kits. Dementsprechend, ja, kann ich jetzt hier englische Booster aufmachen. Ich habe vergessen, wie schwer Draft Booster sind, weil ich ja im Endeffekt nur Set Booster aufmache. Und ich darf jetzt auch endlich starten mit dem Ding. Wie gesagt, das Nachteil ist natürlich, ich habe keine Promo, die teilweise echt viel Geld wert ist. Ich habe in meinem Pre-Release, was ich gespielt habe, blende ich euch hier mal ganz kurz ein. Das war mein Pool. Das war richtig sick. Hat auch mega Spaß gemacht. Das war ein Tour der Giant Pool. Und dann, das heißt, ich habe nochmal mehr Karten dabei gehabt, mit denen ich ausruhen konnte. Und der grüne Drache ist dann zum Kollegen gegangen und. Super interessant. Super witzig. Gucken wir gleich an. Ihr könnt an den Timestamps unten schon sehen, wo ihr was angucken wollt. Ich gucke jetzt mir erstmal den anderen Kram nochmal an. Als erstes gucke ich mir die Legion-Hüllen an, weil, wie gesagt, Legion habe ich lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ich habe mal von denen solche Panda-Sleeves gehabt. Die fand ich sehr, sehr cool. Und da habe ich mein Modern-Deck lange Zeit lang drin gelassen. Die waren echt nicht verkehrt. Und die haben auch lange gehalten. Wir haben hier eine sehr, sehr coole Aktion. Und zwar, ich nehme mal hier so einen Token, den ich hier rumstehen habe. Ein Double-Matte-Finish. Ihr seht das schon. Die Oberfläche ist matt und hat jetzt nicht so einen Punkt, der die ganze Zeit mitgeht, sondern entweder sieht man halt mal gar nichts oder die meiste Zeit sieht man alles, was sehr, sehr, sehr gut ist. Und es fühlt sich auch sehr, sehr, sehr stabil an, wie immer. Sleeves, ihr wollt ihn sehen. Mir persönlich bringt er jetzt nicht so viel, aber ihr wollt ihn immer sehen und ja. Okay, das ging ein bisschen schneller als gewartet, aber auch hier musste ich einiges an Kraft anwenden. Die Sleeves sind relativ dünn, was dem Ganzen damit jetzt keinen Abbruch macht. Jetzt habe ich nur noch 49. Ja, ist halt so. Wenn ihr andere Sleeves-Reviews von mir sehen wollt, ihr wisst, da oben sind auch so Links und so. Und da wird wahrscheinlich auch gerade der andere Sleeve, also generell die Reviews, die ich so habe, vorgestellt werden. Gucken wir uns das zweite an. James Janik, die Dreierbox. Die Dreierbox kenne ich tatsächlich schon so ein bisschen. Ich habe die schon mal ein bisschen gespielt gehabt. Ich habe tatsächlich... mit James Janik jetzt noch nicht so viel getan, was auch daran liegt, dass James Janik selber mir noch nichts zur Verfügung stellen wollte für ein Review und die sind noch ein bisschen neuer auf dem Markt, soweit ich weiß und dementsprechend, ja, ist noch nicht so was draus geworden. Sehr, sehr coole Box. Hat hier noch mehrere Knickfächer, was ganz cool ist. Dadurch kann die halt wirklich schön geknickt werden, wenn man hier guckt. Ich habe die jetzt schon mal relativ lange. Ich habe da vorne auch noch eine rumstehen. Ich benutze die tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich habe die jetzt bisher noch nie gezeigt, weil, ja, habe ich gerade eben schon gesagt. Und wir haben hier einzelne Cases, die man rausnehmen kann, die man aber auch eben hier die Decks rausnehmen kann. Die Karten, ich zeige euch das mal hier. So,
Und man kann eben auch hier packen und kann dann auch die einzelnen Cases rausnehmen. Was ganz cool ist, das führt nämlich dazu, dass man eben auch sowas hinmachen kann und sich da was Eigenes machen kann oder nur in die Mitte ein Case machen will, wenn man die nicht unbedingt haben möchte. Und kann man variieren, wie man möchte für die Geräusche. Dieses tut mir ein bisschen leid, aber ja, muss halt aktuell alles ein bisschen schneller gehen. Genau, ihr könnt hier drei Sachen draufschreiben. Das ist so der Standard. Ich weiß nicht, ich finde das immer noch doof, weil ja, es gibt Leute, die da was draufschreiben wollen, aber dann können sie irgendwie einen Kleber drauf machen oder so, den sie wieder abmachen können. Und fest draufschreiben, dann schreibe ich da einmal mein Deck drauf und dann wechsle ich das Deck und dann kann ich das nicht mehr benutzen. Da wäre ein Kleber viel, viel geiler. Soviel zur Box, aber das ist nicht das Interessante für euch, weshalb ihr eingeschaltet habt. Deswegen ganz, ganz kurz nur den Thema Sachen, wobei wir auch schon ziemlich lange Videos sind. Egal, hier kommen wir zur Pre-List Challenge. Wie gesagt, keine Promo. Das ist der Nachteil. Vorteil, Keep 7 hat mir die Booster gegeben. Und ab nächstem Mal sollte eigentlich auch Keep 7 VPN-Store sein. Und wenn Keep 7 zufrieden mit mir ist und das nochmal mit mir machen will, bitte, bitte mach das nochmal mit mir, dann ja, wird es wahrscheinlich auch so rauslaufen, dass ich dann auch endlich ein richtiges Pre-Release-Kit bekomme. Gucken wir uns Dungeons & Dragons Abenteuer in den Forgotten Realms an. Ich habe ja schon ein bisschen was über Twitter, Instagram und so weiter mit euch darüber gesprochen und habe bisher nichts von diesem Set wirklich aufgemacht, weil, also auch in Kamera, ich habe ein bisschen, also ich habe was on-Kamera aufgemacht, ich habe es noch nicht hochgeladen, weil ich mich ein bisschen mit meiner Meinung zurückhalten möchte. Ich habe im Kommentar ein bisschen was geflamed. Gucken wir uns die Karten an, wie immer bei den Pre-Release-Battlen. Es geht um Rares. Wir kontrollieren die 7-Tages-Durchschnitts-Value der Rares, der Foils, der Mythics und schauen eben dann, wer am Ende gewonnen hat. Wie gesagt, unten in den Kommentaren, unten in der Beschreibung sind auf jeden Fall die Links zu meinen Kollegen. Und dementsprechend, oh, der ist richtig cool, der wird auch gespielt. Bar the Gate, Dragon's Fire, Hidden Path, Manticore, auch eine sehr, sehr coole Karte. Ich gehe die Karten mal durch, was ist denn hier los? Seht ihr das? Hier oben? Die Karte hat einen Schlag, die Karte hat hier Dreck, Igitt. Das auch, was ist das denn? Seht ihr diesen Dreck? Das ist richtig widerlich, what the fuck? Im Booster, im geschlossenen Booster, wir haben Eye of Vecna. Und übrigens, das ist der Path, der falsch ist. Im Deutschen steht hier Creature or a Land, was super krass wäre, aber es ist and a Land. Bitte achte darauf. Weg damit. Eklig. Das ist Quality Control. Also, sorry, Wizards, falls ihr das hier seht, das geht gar nicht. Dreck im Booster hinten. Egal. Eye of Vecna. 2 Mana legendäres Artefakt. Wenn es ins Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte und verlieren 2 Leben. Für 2 Mana können wir zu Beginn des Saisonsegments noch eine Karte ziehen und 2 Leben verlieren. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, gucken wir uns. Okay, jetzt geht hier draußen gerade. Okay, egal. Gucken wir uns das zweite Booster an. Mal gucken, was wir da drin haben. Hoffentlich nicht auch Dreck. Dreck. Herbalist, Fate, okay, Goblin, Spare Dagger. Der Troll ist sehr, sehr cool. Xorm ist unsere Rare. 3 Mana 3-2. Wenn man ein oder mehr Treasure Token kreiert, macht man stattdessen einen mehr. Sehr, sehr cool. Und wir haben eine Foil, Thieves Tool. Leider nichts wert. Wenn ein Spiel bekommt, kriegen wir einen Treasure Token. Wir können das nur an Kreaturen mit Stärke 3 oder weniger ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur kann nicht geblockt werden, solange ihr Stärke 3 oder weniger ist. So ist es richtig. Ja, das ist unsere zweite Rare, der gute Xorn. So langsam nervt es draußen. Aber gut, egal. Gucken wir mal weiter an. Es tut mir ein bisschen leid für den Sound. Ich hoffe, der ist weiterhin okay und man kann es aushaltbar und ich kriege hier so ein bisschen raus. Dementsprechend, wenn da ein bisschen was oben her fehlt, tut mir ein bisschen leid. Aber oh, nochmal Shambling Guest. Sehr, sehr cool. Und Owl Bear. Der Eulenbär. Wer kennt ihn nicht? Bird Bear. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Hammer, auch eine coole Karte. Plate Armor, Fiddler und Trumblestorm. Mythic. Hoffentlich viel wert. 4 Mana, 4 Marken, +1 Vented Dungeon. Das heißt, wir gehen im Dungeon weiter. Und -2, wir gucken uns über 6 Karten unseres Decks an, können eine Kreatur offen vorzeigen und sie auf die Hand nehmen. Wenn es eine legendäre Kreatur war, kriegen wir 3 Leben. Der Rest kommt unter das Deck random. -7 kriegen wir ein Emblem. Kreaturen, die wir haben, kriegen Trampel, Eile und +2/+2. Wenn wir für jeden verschiedenen Dungeon, den wir adventured haben, sehr, sehr, sehr cool. Und hier nochmal der Dungeon, der gefehlt ist. Sehr, sehr cool. Mythic Planeswalker. Ich mach mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwie das draußen ein bisschen leiser hinkriege. So, jetzt dürfte es hoffentlich gleich besser sein. Wir gucken weiter. Adventure of the Forgotten Realms. Booster. Okay, wir haben hier die Draft-Sachen. Das finde ich sehr, sehr cool, dass sie das mittlerweile in die Draft-Booster reintun, diese Draft-Archetypes. Horde-Robber.
Goblins. Beholder. Sehr cool, dass Beholder jetzt ein Kreaturentyp ist. Check for Traps, eine sehr coole Karte. Gargoyles. Und unsere Rare ist True Polymorph. 6 Mana, eine Kreatur und ein Artefakt bekommt eine Kopie von einem anderen Artefakt oder eine Kreatur. Maybe a little too convenient. Nicht meins, finde ich nicht so stark. Gerade für 6 Mana hätte man auch ruhig mal eine Kopie raushauen können oder so. Also ein Token oder so. Aber irgendwie, ja. Mordekainz Polymorph. Sehr, sehr starke Karte, by the way. Gucken wir uns mal an. Demilich wäre ganz cool, weil die ein bisschen was wert ist. Aber unsere rote Karte ist ein Wish. 3 Mana Sorcery. Man kann eine Karte, die man besitzt außerhalb des Spiels, casten diese Runde. Interessanterweise ist es so, dass im Competitive eben nur das Sideboard gemeint ist. Ich habe schon Casual-Tische gehabt, wo ich halt effektiv aus meinem Binder Sachen rausgemacht habe. Und unsere letzte Karte, beziehungsweise unser letztes Booster. Gucken wir uns das mal an. Secret Door. Hier, die sind hier oben angeschlagen. Seht ihr das? Alter, Wizards, was macht ihr mit den Boostern? Was ist das? Das ist ja grausame Quality Control. Wie gesagt, ich versuche mich bei diesem Set, deswegen geht es auch diesmal ein bisschen schneller als sonst, echt zurückzuhalten und nicht viel zu sagen. Weil meine Meinung zu dem Set ist sehr, sehr negativ und sehr, sehr schlecht. Auch wenn es sehr viel Spaß macht, das intern zu spielen. Also so, das Pre-Release war sehr cool zu spielen. Oder auch das Wizards Event, wo wir von Wizards gesponsert wurden. Auch sehr, sehr, sehr cool. Aber so, die Karten sind halt super weak und machen halt gar nichts und werden auch im Standard wahrscheinlich nicht was haben. Den habe ich jetzt im Legacy gesehen. Nicht cool. Nicht wirklich cool. Und ja, dementsprechend wir haben noch ein Grazilax Illithid Scholar. 3-3-2 und immer wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, geblockt wird, kann man sie auf die Hand nehmen. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen im Gegner Kampfschaden zufügen, darf man eine Karte ziehen. Ganz witzig, habe ich im Ninja tatsächlich auch schon gesehen. Und im Ninja ist der tatsächlich ganz cool, so als One-Off im Ninja zu spielen. Auf der anderen Seite, war es jetzt auch nicht so der Oberknaller. Ich werde es ihn mal auf jeden Fall mal testen. Es ist auf jeden Fall eine spielbare Karte, was sehr, sehr cool ist. Und hier die Plains haben ja, die Länder haben ja hier Flavortext und ja, D&D, wie gesagt. Danke nochmal an Keep7 fürs Sponsoren dieses Videos. Guckt bei den Jungs auf der Seite, Links dazu alles in der Beschreibung des Videos. Auch die Kanäle meiner Kollegen unten in der Beschreibung und schaut euch da auf jeden Fall um. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit Dungeons & Dragons. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Set und könnt da wirklich, wirklich ganz viel Freude rausziehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseid. Ciao, ciao.